Moin erstmal. Wir sind auf der Untergräbach unterwegs und ja, wir haben heute einen Plan. Wir werden Feststoffdünger ausbringen. Und zwar habe ich mir gerade beim Maschinenring, ich nenne es mal Maschinenring, hier diesen schönen Roland Düngerstreuer ausgeliehen und den werden wir jetzt mal hier mehr oder weniger automatisch befüllen. So, 18.000 Liter Mist. Ja, und den müssen wir jetzt noch ausbringen. Ich habe hier schon mal vorhin einen Rest Gülle verteilt. Da hatte ich ja noch den Gülleverteiler hier hinter dem IHC und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Rest noch verteilt kriegen auf dem Feld, wo die Sorgemeerse gestanden hat. Das ist hier jetzt heute mal unser Plan. Man kann es unheimlich schlecht erkennen, nur deswegen müssen wir jetzt einmal kurz auf die Map gehen und gucken, wo wir noch streuen müssen. Ich werde jetzt hier gleich einfach mal noch ein klein bisschen weiter nach links rüberrutschen und dann testen wir das Ganze mal. Hab mit diesem Streuer noch keine Erfahrung. Ich glaube, ich muss den als erstes mal aufklappen. Das sieht mal gut aus. Und dann hau raus, ne? Einfach mal gucken, was passiert. 16 Meter, glaube ich, hat er hier die Wurfweite. Also sollten wir eigentlich ganz gut mit hinkommen. So, teilweise sogar doppelt ausgebracht. Das ist natürlich logisch. Wir hatten vorher ja Gülle drauf und haben an diesen Stellen jetzt, wo wir den Mist ausgestreut haben, dann natürlich doppelten Dünger sozusagen ausgebracht, einmal den flüssigen und einmal den festen Dünger. Das führt dann dazu, dass wir die doppelte Düngemenge bzw. eine ja, ein zweifach gedüngtes Feld haben. Das ist ganz normal. So, dann drehen wir jetzt mal um. Der Rest soll ja auch noch, ne? Können das ja nicht so liegen lassen. Dann werden wir da jetzt auch Überschneidungen haben mit dem mit der doppelten Düngerausbringmenge. Aber das macht nichts. Das können wir nachher nochmal vielleicht gerade ziehen, wenn wir nochmal ja, mit zweiter Menge ausbringen oder mit doppelter Düngemenge jetzt nochmal arbeiten. Das könnte man nämlich auch nochmal tun. Aber das wäre ein bisschen Perlen für die Säue. Nochmal gucken, wie das hier auf dem Nachbarfeld aussieht. Da haben wir auch nur die einfache Menge. Da könnten wir auch noch ein bisschen Mist ausbringen. Dann haben wir da gleich die nächste Düngestufe. Denn die Felder müssen alle nochmal gegrubbert werden, weil hier schon wieder Unkraut in Arbeit ist. Was ich halt jetzt nicht weiß, ist, wie weit wir damit kommen, denn ich glaube, wir haben um die 40.000 Liter Mist gehabt. Nee, 18.000 haben wir jetzt raus. Wenn wir zweimal fahren, dann sind wir eigentlich schon durch.
Sind wir zwar am Zaun gerade so vorbeigekommen, aber wir haben einen kleinen Spalt im Feld. Das geht ja nicht. Du möchten wir noch was morgen? So können wir das nicht loggen. Wie der plattdeutsch sprechende Landwirt zu sagen pflegt. Ja, ich bin aber begeistert von dem Roland hier. Der macht sich doch ganz gut. Ja, was haben wir noch vor? Also eigentlich ist der Plan aller Pläne, dass wir dann gleich mit dem Grubbern anfangen. Und dann können wir eigentlich auch, sobald wir hier mit dem Mist fertig sind und die erste Rutsche gegrubbert haben, mit der Aussaat beginnen, Direktsaat in dem Fall. Und ich meine, wir können auch schon mit dem ersten Rapsfeld anfangen. Und das haben wir ja meistens schon so, dass wir Raps im gleichen Jahr direkt nach der Ernte ansehen können. Zumindest hier im Spiel. Winterweizen kann man scheinbar hier im Spiel nicht anbauen, also Wintergetreide. Kennt das als Winterweizen, Wintergerste, dass man die halt eben auch schon dann halt im was ist das? Ich glaube allerspätestens August, Ende August, Anfang September legt man damit los. Bedeutet, dass man schon im gleichen Jahr nach der Ernte halt eben den Weizen bzw. auch die Gerste wieder in den Boden bringt und die Getreidesorten halt dann entsprechend über den Winter, komme ich hier durch, wachsen können. Wohingegen dann eben das Sommergetreide im gleichen Jahr geerntet wird, wo es gepflanzt wird. Das sieht man hier auch sehr schön, wenn man einmal auf die Kalenderübersicht geht, den Raps, ne, den kann ich jetzt hier im August, das Grüne zeigt, was ich mir den Raps quasi schon jetzt anpflanzen kann. Ich ernte ihn dann ein Jahr später, frühestens im Juli. Je nachdem, wann ich gesät habe, habe ich im August gesät, kann ich im Juli ernten. Habe ich im September gesät, kann ich erst im August den Raps ernten. Und beim Weizen ist das so. Ja doch, das ist doch möglich, dass es dann Winterweizen ist. Den kann ich halt hier im September anpflanzen. Und auch frühestens dann Juli ernten. Oh, habe ich mich vertan. Aber bei dem Hafer ist das so. Ne? Den Hafer, den sehe ich dann halt eben in dem Jahr aus, wo ich ihn dann auch ernte. Das nennt man Sommergetreide. Das ist eher Wintergetreide. Gut. So, der ist voll. Dann können wir ja eigentlich nochmal losdüsen. Da oben war noch eine kleine Ecke. Die Mühe wollen wir uns mal machen, dass wir die mitnehmen. Mauzi. Zieh die Nase ein.
So, einmal schön über die Straße. Dann haben wir das auch fertig und dann können wir mal gucken, wo wir noch hin können. Eigentlich könnten wir, ja, die beiden Felder, die sind doppelt fertig. Da ist natürlich ein bisschen nicht gedüngtes dabei, aber das kriegen wir im nächsten Jahr wunderbar mit. Die Wiesen, ich weiß nicht, ob ich da Mist ausbringen möchte. Da muss ich nochmal gucken, dass ich das Gras erstmal aktiviere. Dann haben wir den Stand. Die sind auch auf abgeerntet. Da könnte man jetzt Mist ausbringen. Dann werden die auch gleich eine Stufe weiter gedüngt. Nee, meine ich. Meine Tiere. Gerade bei Pferden habe ich gehört, soll das merkwürdig sein, wenn man da Mist auf dem Gras ausgebracht hat. Die gehen ja dann nicht bei, die essen das Heu dann nicht, wenn man das geerntet hat. Gut, ja, dann haben wir eigentlich soweit den Mist auch ausgebracht. Vielleicht kann ich den jetzt nochmal abladen, das muss ich gleich mal gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in die Bodenbearbeitung. So, dann will ich einmal gucken, ob ich den hier abladen kann. Nee, das kann ich nicht. Dann lassen wir den hier stehen, denn nachdem wir dann gegrubbert haben, können wir ja vielleicht nochmal auf dem einen Feld starten. Wir jetzt einmal kurz gucken. Das machen wir hier in der Übersicht, wie das mit dem Grubber ist, was der braucht. Der braucht 140 PS. Das müsste eigentlich dann auch der Kleine hier können. Der hat 160. Gut, dann lasse ich den grubbern und die Sätechnik kommt dann an den IHC. So machen wir das. Dann düsen wir erstmal hier einmal rum. Brauchen wir noch ein kleines Frontgewicht. Oh, einmal unser Rondel. Das ist das 1000 Kilo. Oh, mein Frontlader steht da ein wenig ein bisschen. Oh, nehmen wir doch lieber die 1000 Kilo. Haben wir ein bisschen besseres Gegengewicht, ein bisschen mehr Druck auf der Vorderachse. So, und dann will ich hier auf dem
Sorgen. Uiuiui. Auf dem Sorgum-Hirse-Feld. Eben einmal die Kante hier vorne machen. Die mache ich selber. So gibt Kanne. Das kann ja nicht angehen, dass wir hier nicht vorankommen. So, dann lassen wir mal den Helfer losfahren. Mal gucken, was hier passiert. Wer das alles so mitkriegt. Nö. Dann mache ich auch die Karte gleich nochmal selber. Dann haben wir wenigstens eine gerade Linie. Das war der Übbe. So, nur aber. Gut, der hat hier, glaube ich, einen Arsch. 3 Meter, 3,80 Meter. 3 Meter. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich in Ruhe schon mal wieder auf den switchen. Kann man eigentlich doch den Miststreuer wieder hinterhängen. Das war eigentlich ein bisschen doof von mir. Aber ich denke, ich werde mit dem Miststreuer hier die Koppel eben fertig machen. Oh, da hebt es den Kleinen aus. Das gibt es aber gar nicht. Der hängt nur in der K80. Das kann doch nicht so schlimm sein.
Das ist genau das Phänomen, das wir hier haben. Und hier, zack, komme ich nicht weiter, weil die Laterne, die hier rechts steht, die hat die Kollision ein bisschen zu weit links. Ja, ist so. Also, kommt manchmal vor. Wir warten noch das Update. Tja, dann warte ich jetzt mal, bis der gute MB-Truck hier das Ganze so weit hat, dass ich hier streuen kann. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, auch wenn es heute wirklich ein bisschen ruhig und entspannt war, lasst gern Däumchen da. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen möchtet, dann auch gerne ein Abo dalassen. Das würde mich freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da geht es dann in die Bodenbearbeitung hier auf der Unterkrebach. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir in Fahrt kommen. Das kann ja nicht so schlimm sein. Was habe ich nur gemacht? Kurz den falschen Knopf gedrückt. Das kann auch mal passieren. Ich wollte einen Screenshot machen und da hat sich die falsche App dazwischen gemogelt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bleibt fit und munter. Euer Pensionator. Tschüss.